Ja, einen schönen guten Tag, herzlich willkommen hier im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin. Ja, der Krieg Russlands gegen die Ukraine steckt offensichtlich fest und es gibt keine Anzeichen auf ein baldiges Ende. Seit Beginn dieses Krieges sind der Ukraine immer mehr und weitere Waffensysteme geliefert worden, ohne dass uns das einem Ende des Krieges näher gebracht hat. Verstärkte Initiativen, die auf einen Frieden am Verhandlungstisch gerichtet waren, wurden je nachdem angefeindet, verlacht oder zumindest stiefmütterlich behandelt. Und das kann nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt soll der Ukraine das nächste Waffensystem geliefert werden, Lenkraketen mit bis zu 500 Kilometern Reichweite. Damit kommt man von der Ukraine aus noch nicht ganz bis nach Moskau, aber sehr nahe dran. Für uns ist klar, dass jede neue Waffe auch ein neues Eskalationsrisiko beinhaltet. Das ist ein Spiel mit dem Feuer, das da betrieben wird, und das lehnen wir als Linke ab. Mitten in der schwelenden Debatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ist Bundesfinanzminister Lindner in der Ukraine eingetroffen. Lindner könnte der Ukraine etwas mitbringen, was sie dringend braucht, nämlich zum Beispiel einen Schuldenschnitt. Ich gehe mit Ihnen aber jede Wette ein, dass das, was die Ukraine aus Deutschland bekommen wird, wieder Waffen sein werden. Dieser Krieg wird aber nur am Verhandlungstisch beendet und darauf müssen alle Anstrengungen gerichtet sein. Beide Seiten müssen an den Verhandlungstisch zurückkehren und müssen an den Verhandlungstisch gebracht werden. Offensichtlich braucht es eine gesamteuropäische Friedensinitiative und das muss die Bundesregierung endlich verstehen und hier sollte sie Vorreiter sein. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit klappt doch auch europaweit. Warum nicht bei der Zusammenarbeit für den Frieden? Ja, es passiert ja nicht oft, dass ich einem CDU-Politiker zustimme. Doch in diesem Fall hat der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann recht. Die von der Ampel beschlossene Erhöhung aller Geld- und Sachleistungen der Pflegeversicherung um nur 4,5% ist und bleibt zu wenig. In diesem Zusammenhang freue ich mich, dass Laumann sich nun der Forderung der Linken anschließt und nun ebenfalls eine Pflegevollversicherung fordert. Anders als bei der Krankenversicherung, die fast alle Kosten übernimmt, müssen Pflegebedürftige derzeit hohe Eigenanteile zahlen. Die Pflegeversicherung ist eben nur eine Pflegeteilversicherung, die einen großen Teil der Kosten überhaupt nicht übernimmt. Diese Zuzahlungen sind in jüngster Zeit auch noch deutlich gestiegen. Viele Ältere können sich so eine menschenwürdige Pflege überhaupt nicht mehr leisten. Heimpflege ist und bleibt damit ein Armutsrisiko und das darf nicht sein. Die Bundesregierung darf sich da auch nicht weiter wegducken und mit Scheinlösungen aus der Verantwortung stehlen. Sie muss endlich handeln. Viel zu lange wartet sie schon darauf und duckt sich weg. Bislang wurde unsere Forderung nach einer solidarischen Pflegevollversicherung abgebügelt. Dabei haben wir ein gut durchdachtes und durchfinanziertes Konzept. Aus unserer Sicht ist die Heimpflege eine Leistung des Gesundheitssystems, die wie andere Leistungen voll abgesichert sein muss. Menschen mit Pflegebedarf und ihre Familien dürfen dafür nach unserem Konzept keine Eigenanteile bezahlen und das brauchen sie auch nicht. Und das würde Sicherheit schaffen und den bürokratischen Aufwand verhindern. Zur Finanzierung müssten einfach nur alle Beamte, Politikerinnen und Politiker, Selbstständige entsprechend ihrem Einkommen in die solidarische Pflegevollversicherung einzahlen und das ganz ohne Beitragsbemessungsgrenze, die vor allen Dingen den Millionären dient bzw. diese ordentlich schont. So entlasten wir übrigens mit unserem Konzept auch die Kommunen, weil nämlich viel weniger Menschen durch die Pflegekosten von Sozialhilfe abhängig werden. Denn die Kosten für die Hilfe zur Pflege werden natürlich nicht vom Bund übernommen, sondern den ohnehin oftmals klammen Städten oder Landkreisen aufgedrückt. Auch das ist ein unhaltbarer Zustand. Wir müssen zudem die Pflege wieder in gemeinnützige Strukturen überführen, statt die Heime
profitgierigen Konzernen zu überlassen. Sie glauben gar nicht, wie kostendämpfend es wirken würde, wenn Kostendeckung und nicht Profitgier im Vordergrund stehen würden. Ja, der Vorschlag der sogenannten Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, die Altersgrenze für den Renteneintritt an die Lebenserwartung zu koppeln, geht in die völlig falsche Richtung. Wenn der Renteneintritt tatsächlich an die Lebenserwartung gekoppelt werden sollte, wird die Lebenserwartung bald sinken. Dann wird die Todesursache, gestorben auf Arbeit, bald zur Normalität werden und es wird in etlichen Todesanzeigen stehen, stand noch voll im Berufsleben. Ist es das, was wir wirklich wollen? Ist es das, was wir den älteren Menschen in unserer Gesellschaft aufbrummen wollen? Ich denke nicht. Denn viele Menschen scheiden schon heute früher aus dem Berufsleben aus und müssen dann oft große Abschläge hinnehmen. Diese Menschen sind mit ihren Kräften am Ende. Denn in vielen Berufsgruppen ist der körperliche und psychische Verschleiß sehr hoch. Krankenschwester, Dachdecker, Pflege oder Lehrkräfte können oft nicht mehr, weil Körper und Psyche nicht mehr mitmachen. Als gut bezahlte Wirtschaftsweise weiß natürlich Frau Grimm, was sie hat. Und in ihrem Beruf wird sie wahrscheinlich auch noch mit 80 ordentlich rumturnen können. Ein Dachdecker oder eine Pflegekraft, die können das nicht. Denn eine unterbezahlte Pflegekraft ist täglich Dutzenden Patienten täglich zur Verfügung, hebt sie ins Bett oder aus dem Bett und sie soll mit 60 dann auch noch weiterarbeiten können? Nein, da ist sie in der Regel arbeitsunfähig. Und wie soll denn ein Dachdecker mit 70 noch ein Dach decken? Wie soll denn ein Maurer mit 75 noch Mauersteine hin und her tragen? Das geht doch überhaupt nicht. Das ist doch eine Zumutung, die völlig an der Lebensrealität vorbeigeht. Was Grimm hier vorschlägt, ist also nicht nur zutiefst ungerecht, sondern führt außerdem auch zu einer Rentenkürzung durch die Hintertür. Denn je höher der Renteneintritt, desto weniger Menschen erreichen ihn. Und unsere Meinung ist, dass damit endlich Schluss sein muss mit diesem hilflosen Herumdoktern an den Symptomen. Wir müssen das Rentensystem endlich zukunftsfähig und vor allen Dingen gerecht machen. Dafür müssen alle mit ihrem gesamten Einkommen in die Rentenversicherung einzahlen. Es muss Schluss sein mit den vielen Sondersystemen, in der vor allem Gutverdienende, zum Beispiel wie Frau Grimm, einzahlen. Wir brauchen eine Rentenversicherung für alle, in die auch Beamte, Politiker und Selbstständige einzahlen. Und das ist die gesetzliche Rentenversicherung. Statt sinnvolle Reformen umzusetzen, will die Bundesregierung lieber auf dem Kapitalmarkt mitmischen und an den Börsen spekulieren. Generationenkapital heißt das neue Projekt, mit dem man zukünftig Geld für die Rentenauszahlung beschaffen will. Dieses Geld fällt jedoch nicht einfach so vom Himmel, sondern muss an die Kapital- und Aktienmärkte erstmal herangetragen werden und es muss auch irgendwie verdient werden. Und somit ist es eigentlich eindeutig, dass am Ende deutsche Rentnerinnen und Rentner unfreiwillig den Kapital- und Immobilienmarkt weiter anheizen werden, genau nach dem Vorbild der amerikanischen Pensionsfonds, die schon heute weltweit spekulieren. Auch in Deutschland sind diese Fonds bereits aktiv und halten Papiere großer deutscher Konzerne. Doch Fondsmanager sind keine Garanten für unsere Renten. Das zeigt sich nicht nur in den USA. Das beste Beispiel hierzulande ist der sogenannte Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, kurz KENFO genannt, der Geld für die Altlasten der deutschen Atomkraftwerke beschaffen soll. Durch Turbulenzen am Finanz- und Kapitalmarkt verzockte dieser Fonds im letzten Jahr mehr als 3 Millionen Euro. Und das kann doch nicht die Zukunft des deutschen Rentensystems sein. Insofern gehört Grimms Vorschlag ins Märchenbuch der Neoliberalen. Ja, der Vorstand unserer Partei ist ja schon seit langem groben Anfeindungen ausgesetzt, die immer von denselben Personen kommen. Anfeindungen auszuhalten, das gehört zu unseren Aufgaben, egal ob sie von innen oder
von außen kommen. Weil die Anfeindung einer kleinen Minderheit aber teilweise mehr Aufmerksamkeit in den Medien bekommen als die gute Arbeit der Mehrheit, die unsere Parteimitglieder und unsere Parteifunktionäre auf allen Ebenen wegtragen, möchte ich hier und heute noch einmal ganz klar sagen, die Linke hält zusammen und die Linke steht auch zusammen. Die Linke hat ein sehr gutes Programm und gute von der Basis getragene Beschlüsse. Und der Parteivorstand wird auch nicht müde werden, diese Beschlüsse und das Grundsatzprogramm ohne Wenn und Aber zu vertreten. Ganz gleich, was einzelne Unzufriedene dagegen lästern. Wir treten dafür ein, dass es einen höheren Mindestlohn gibt. Wir treten für Arbeitnehmerrechte, für bessere Sozialleistungen und für einen besseren öffentlichen ÖPNV ein, und zwar für alle. Wir stellen uns in der Klimakatastrophe an die Leute, die am wenigsten damit zu tun haben, das sind die Ärmeren in diesem Land, und wollen, dass diejenigen, die mit ihrem Lebenswandel, mit beheizten Pools, mit Privatjets durch die Gegend geistern, dass die mehr dafür zahlen müssen, dass wir diese Klimakatastrophe noch abwenden können. Und wir stehen nicht zuletzt, ich habe es ja am Anfang dieser Pressekonferenz schon deutlich gemacht, wir stehen für eine konsequente Friedenspolitik. Wir haben dabei auch keine Angst vor Gegenwind, erst recht nicht, wenn wir mehrheits- oder einstimmige Beschlüsse und ein starkes Grundsatzprogramm im Rücken haben. Und um die Frage gleich vorwegzunehmen, wir möchten als Parteivorstand nicht, dass unsere Bundestagsfraktion zerbricht. In der Fraktion wird sehr, sehr viel wichtige Arbeit geleistet. Es werden gute und wichtige Initiativen eingebracht. Es werden zivilgesellschaftliche Projekte unterstützt und wichtige Fragen gestellt. Die Bundestagsfraktion der Linken ist die soziale Opposition im Deutschen Bundestag. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um an dieser Stelle aber auch nochmal Amira für ihre Mühe, für ihre Nerven und für ihre Leidenschaft zu danken, mit der sie die Fraktion geführt hat. Und mit Blick auf die kommenden Kommunalwahlen nehme ich sehr, sehr erfreut zur Kenntnis, dass es einen Brief von über 30 Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker an unseren Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch gibt, in dem er gebeten wird, noch einmal als Fraktionsvorsitzender zu kandidieren. Das zeugt von einer lebendigen Partei, das zeugt von Stabilität und Konstruktivität an der Basis. Denn es sind die Unterzeichner in diesem Brief, die Fraktionsvorsitzenden, die Bürgermeister, die Oberbürgermeister, die jeden Tag den gesellschaftlichen Gebrauchswert der Linken vor Ort belegen und hohe Zustimmungswerte erfahren. Noch ist offen, ob Dietmar Bartsch erneut als Fraktionsvorsitzender kandidieren wird. Die Frage kann auch nur er Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt beantworten. Ich bin mir sicher, er wird gemessen an den Rahmenbedingungen eine kluge und angemessene Entscheidung treffen. Und mir fällt auf Anhieb auch niemand ein, der die nötige Erfahrung hat, nach innen und nach außen die nötige Integrität und Autorität hat und über Parteigrenzen hinweg so anerkannt ist. Vielen Dank. Ja, jetzt ist Gelegenheit für Fragen. Herr Kuhn. Sätze interpretiere ich als Plädoyer an Herrn Bartsch oder für Herrn Bartsch? A, gab es da schon Gespräche und sprechen Sie da für sich oder für den Parteivorstand insgesamt? Also es laufen im Augenblick natürlich viele Hintergrundgespräche, allen voran natürlich mit den Parteivorsitzenden, aber die Frage, ob er noch mal kandidieren wird, die kann Ihnen Herr Bartsch nur selbst beantworten. Der Parteivorstand ist ja im Augenblick in der Sommerpause und ich spreche hier sozusagen als Bundesgeschäftsführer, ja. Frau Palser. Stichwort Friedenspolitik. Heißt das, die Linke ist nach wie vor der Überzeugung, dass man gar keine Waffen in die Ukraine liefern sollte? Und falls das so ist, könnten Sie noch mal sagen, wie Sie sich dann eine Verhandlung oder eben diplomatischen Diskurs oder eben sogar eine diplomatische Lösung für einen Frieden in der Ukraine vorstellen könnten? Also wir halten uns natürlich an die Beschlusslage unserer Partei und die Beschlusslage ist eindeutig. Wir lehnen Waffenlieferungen ab. Wir haben den Krieg in der Ukraine als völkerrechtswidrig seitens Russland eindeutig verurteilt. Dabei bleiben wir auch. Dennoch lehnen wir Waffenlieferungen weiter ab. Wir sind da in der Beschlusslage klar. Wie stellen wir uns das vor? Es ist ja nicht so, dass es nicht schon Verhandlungsbereitschaft gegeben hätte.
mal von der einen Seite, mal von der anderen Seite. Es liegt schon eine Weile zurück, der Krieg ist ja auch schon über ein Jahr her. Und es ist auch nicht so, dass es nicht auch schon Friedensinitiativen gegeben hätte von einzelnen Ländern, das stimmt. Was es aber bisher nicht gegeben hat, ist, dass zum Beispiel Europa, die Europäische Union, als Gesamtheit eine Friedensinitiative gestartet hat. Und das ist, was fehlt. Und wie ich vorhin sagte, ist das ein Punkt, wo Deutschland Vorreiter sein könnte, um ein großes Bündnis für den Frieden zu schließen und vielleicht da auch mit Ländern wie China zusammenzuarbeiten, um den nötigen Druck auf Russland auszuüben. Frau Palzer? Frage. Sie fänden das auch die richtige Lösung, selbst wenn die Ukraine selber das ablehnt? Es geht ja hier mittlerweile darum, dass dieser Krieg auch ein Stück weit ein Krieg ist, der eine Vorgeschichte hat, der auch ein Stück weit Stellvertreterkrieg zu sein scheint. Und dem müssen wir natürlich begegnen. Und dieser Krieg hat mittlerweile europaweite, wenn nicht sogar weltweite Dimensionen. Und da müssen wir uns auch weltweite Gedanken zu machen. Herr Kuhn. Es gibt ja in den letzten Tagen eine angeregte bundespolitische Diskussion zum Thema Bürokratieabbau. Wie positioniert sich die Linke bei diesem Thema? Was können Sie anbieten oder sagen Sie, das geht am Thema vorbei, über Bürokratie zu reden? Naja, also wir sind natürlich für Bürokratieabbau. Es kann nicht sein, dass Menschen wie zum Beispiel in Berlin ein Dreivierteljahr auf einen Termin im Amt warten müssen. Das geht natürlich nicht. Insofern ist es auch nicht richtig, dass die Bundesregierung hier Mittel für die Digitalisierung beispielsweise kürzen will. Und das halten wir für den falschen Weg. Wir sagen, natürlich muss Digitalisierung vorangebracht werden, um Menschen, die digital firm sind, denen eine Erleichterung zu schaffen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es auch Menschen da draußen gibt, die beispielsweise keinen Computer haben oder wollen oder digital nicht so firm sind, und für die müssen natürlich auch bürokratische Erleichterungen her. Und das, was die Bundesregierung aktuell macht, nämlich wie zum Beispiel die Kürzung der Mittel, das ist auf keinen Fall richtig. Herr Kuhn? Noch eine Frage zum Thema Zukunftskonferenz, die Ende des Monats, Anfang nächsten Monats ansteht. Was ist da aus Sicht Ihrer Partei, was sind die wichtigsten Themen? Und vielleicht können Sie mal beschreiben oder skizzieren, wie das, in was das Ganze dann einfließen soll. Stichwort, wird es dann irgendwann mal ein neues Parteiprogramm geben, das daraus entstehen kann? Sie meinen jetzt den Parteikonvent? Den meinen Sie, genau. Also wir sind dazu mit etlichen Mandats- und Amtsträgern und legitimierten Genossinnen und Genossen, Mitgliedern unserer Partei im Austausch, und wir wollen so viele wie möglich mitnehmen. Wir wollen mit so vielen wie möglich zusammen da überlegen, was die beste Form ist, um sozusagen eine, wie Sie es gesagt haben, eine Zukunftskonferenz zu machen. Und da sind wir gerade auf einem Diskussionsstand. Wir sind da noch in den Gesprächen. Im Augenblick ist es ja so, dass durch die Sommerpause auch viele im Urlaub sind, wir auch nicht alle erreichen. Aber die Gespräche laufen da weiter. Wir sind da in einem sehr diskursiven Diskurs mit vielen Genossinnen und Genossen, und den führen wir weiter. Und dann werden wir am Ende sehen, ob es gibt, ist eigentlich so gut wie entschieden, will ich mal sagen, aber in welcher Form es stattfindet und unter welcher Beteiligung, das werden die nächsten Wochen zeigen. Frau Palzer. Rein organisatorisch vor der Fraktionsklausur oder danach? Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Danke. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche eine gute Woche. Wiedersehen.